Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. In diesem Part habe ich mir vorgenommen, mein Haus etwas zu verschönern und eine Arena zu bauen. Dies hat den Sinn, dass wir schon sehr, sehr bald gegen den ersten Boss antreten können. Das sollten wir nämlich langsam auch mal tun. So, ein bisschen mal Haus verschönern hat einen einzigen Sinn, dass hier bald NPCs spawnen. Gut, dazu... Ja, du kleiner Knecht. Wo war das jetzt, wo die ganzen Holz... Ja, hier, hier waren die ganzen Bäume. Dazu... bin ich dumm? Dazu müssen wir einfach nur Holz hacken. Und wieso habe ich damals eine Fackel an einen Baum geklebt? Das wüsste ich schon zu gerne mal. So, wo ich die Arena mache, weiß ich allerdings noch nicht. Das sollte dann ein anderes Mal. Ja, genau. Ich glaube, ich mache sie einfach hier daneben gleich. Ich kann sie ja wieder abbauen, offscreen. Anbauen werde ich sie auch. Ja, Hase, bist selber schon, wenn du meine Axt reinraufst. Schlauer Hase. Jetzt kann ich gerne weiterlaufen. Und ich Ach, dann lasse ich den Baum halt leben. Ich bin nett zu dir, Hase. So, jetzt kann ich den fällen. So, ich brauche viel Holz. Sehr, sehr viel Holz dafür. Unglaublich viel Holz. Vielleicht, wenn ich Lust und Laune habe, mache ich heute sogar schon mal den ersten Boss. Oder versuche ihn zumindest. Im Prinzip habe ich sogar schon eine perfekte Strategie für ihn. Hase, geh weg! So, ich glaube, wenn ich das hier habe, sollte das reichen. Dann mache ich hier die Arena hin. Die Frage ist, wie groß sollte ich sie machen? Ja gut, ich baue hier noch ein bisschen was ab. Okay, das ist jetzt wieder Nacht, verträgt mich auf. Ich sollte mir vielleicht mal eine Eisenaxt machen. Mit einer Kupferaxt komme ich jetzt nicht sehr weit. Diesmal ist mir der Hase egal. So, den da noch. Das sollte dann ausreichen. Ja, genau. So. Dann die Ebene glatt machen. Und keine Sorge, den Boss werde ich alleine versuchen. Dafür brauche ich keine Teamkameraden. Ich habe mir vorgenommen, in allen 10 Parts einen Teamkameraden reinzuholen. Sprich, ach, in Part 11 und 12 war ja einer dabei, dann 21, 22, 3, 31, 32, bla bla bla. Jetzt Mann! So. Hase, geh mal da ganz schnell weg. Okay, du wurdest zerflattert. Tschüss. Okay. Ich brauche 2 Türen. Junge, bist du eigentlich dumm oder so? Mit 2 Türen. Momentchen. Ja, doch. So. So, dele. Wo fange ich die Arena denn am blödsten an? Ich glaube, ich mache die hier hin. So. Das mit dem Holzboden hat einfach nur symbolischen Hintergrund. Das hat keinen wirklichen Zweck. Hase. Oh Mann, ey, ich will euch eigentlich gar nicht umbringen, aber ihr lasst mir ja keine Wahl. Schon wieder 2. So, das sollte ausreichen. Okay, ich laufe zu schnell. So, dann hau ich mich hier noch. Ah, das geht jetzt nicht. Geht erst jetzt. Das hat einfach den Hintergrund, dass mir hier nachher keine Monster reinkommen, so wie der Typ hier zum Beispiel. Ne, mein Freund. Na, komm rein. Herzlich willkommen.
kannst du dich auch gleich wieder verpissen, danke. Dein Geld nehme ich aber gerne an mich. So, wie hoch mache ich das jetzt? Oh, nicht diese scheiß Augen. What? Sturzflug! Ja, mit euch werde ich noch genug Probleme haben. Denn der erste Boss haut die Augen auch raus. Aua! Sag mal, habt ihr sie noch alle? Danke! Du genauso. Sag mal, meine Leertaste hat wohl auch. Danke. Jetzt komm her. Danke. Ich denke, die Größe sollte reichen. So. Ups. Ja, dich, Gast, lasse ich hier gleich rein. Ich habe immer noch nicht genügend Holz dafür, EG. Das waren zwei. So, da sollte es gut ausgeleuchtet sein, natürlich. So. Tschüss, Mann. Okay. Damit schön aussieht, hau ich das auch noch weg. Oh man, ich sollte mir echt mal Eisenwerkzeug herstellen. Ich glaube, ich besser für alle Beteiligten. Da ich sowieso noch Holz hacken muss. So. Hi. Okay, du gehst als erstes drauf. Ne Fessel. Na super. Ist ja genau das, was ich brauche. Was bringt mir die Fessel? Eine Abwehr, die kann ich in die Tonne. Ja, obwohl, wartet. Ich habe sogar eine Fessel ausgerüstet, ich voll depp. Frage ist, was bringt sie mir? Okay, da finde ich doch sicherlich was Besseres, oder? Kann man auch zwei von denen ausrüsten? Nein. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ich kann es trotzdem noch herstellen. Ich bin auch arschweit weg von diesem Teil. Ach, die kann man einfach so herstellen, ohne dass man sowas braucht. Ah, hätte ich das doch nur gewusst, ey. Hätte ich sogar ziemlich praktisch. So. Lass mich in Ruhe. So. Ich denke, das sollte hier ausreichen. Vielleicht ist die Arena ein bisschen zu klein. Aber soweit ich weiß, das Auge. Ja, vielleicht mache ich noch eine Ebene. Warte mal. Da kann ich nicht mehr hinstehen. Hier muss eine Ebene hin. Dass ich jetzt keine Holzklappen mehr habe, ist natürlich gay. Das ist nicht ausreichend. Dann muss ich jetzt bis zum nächsten Abend warten und dann können wir den Boss versuchen. Oh Mann. Ja, hi. Was geht ab, Auge? Kann ich gleich verbissen.
Junge, seht ein, er hat den Anfang von Terraria echt aufgeregt, aber mittlerweile seid ihr nur noch Mittelklasse-Gegner. Hm? Ist bestimmt derselben Ansicht, oder? Naja, von mir aus. Mach, was du willst. So. Reicht das? Ja. Das reicht. Okay, die Pilze kann ich eigentlich in die Tonne werfen. Jetzt farme ich mir noch ein bisschen Geld. Das hat auch einen Sinn. Und tschüss. Linse nehme ich gerne an mich. So, jetzt muss ich denn wieder den Schrott hier wieder ausleuchten. Wie, das geht nicht. Ja, es wird doch wohl möglich sein. Auf diese Teile. Ne, es geht wirklich nicht. Scheiße. Egal, das reicht. Ja. Herein. So. Gegen mein legendäres Fessel hast dich. Gegen mein legendäres. Wow. Gegen mein legendäres Schwert kommt ihr trotzdem nicht an. So. Nee. Ja, ich weiß, was ich machen wollte. Nein, kein Eisenschwert. Auch keine Eisenhelme. Hä? Was? Ich kann mir. Okay. Bin ich jetzt dumm oder so? Brauche ich Holz, um mir eine Eisenkupferaxt zu machen oder was? Ja, anscheinend. Eisenkupferaxt, ja. Genau. Aber für das hier brauche ich doch. Momentchen. Was wollte ich denn für den Kronleuchter? Na gut. So. Der Mannequin. Kommt dahin. So, ich kann eigentlich jetzt nicht mehr so viel tun und da ist jetzt morgen, wird das auch ein bisschen crap. Nein. Ich kann Eicheln pflanzen, das kann ich auch machen. Mach ich aber auf der linken Seite. In der Nähe meines Hauses. Gärtner Marco. Boah, ich dachte gerade, der Vogel wäre ein Gegner. So, da wird zwar nie was wachsen. Tschüss. Ich brauche euch nicht. Aber ich brauche euch auch nicht. Tut mir leid. Okay, dann wird mein Ziel jetzt für diesen Part einfach nur noch sein. Ich habe die Kupferbarren bei mir, das strecke ich. So. Gut. Für diesen Part wird es einfach nur noch sein. Hier, einen Weg nach unten zu buddeln. Aber dazu brauche ich Holz. Obwohl, nein, ich habe Mentaken. Das hat einen symbolischen Sinn, da ich auch irgendwann mal in die Hölle kommen will. Ah ja, Spitzhacke und Fackeln liegen direkt nebeneinander, das ist schon mal gut.
Mach das jetzt so lange, bis ich irgendwas finde oder drauf gehe. Und da haben wir auch schon unser erstes Zeug gefunden. Du, 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 du. So, hier geht's jetzt weiter. Bisschen ausleuchten immer mal wieder. Das Kupfer da links sehe ich, aber das lasse ich in Ruhe. Wo lande ich denn jetzt? Ich war hier schon mal. Anscheinend. Moment, Dreck könnte ich gebrauchen. Sau ich dann gleich mal neben das. Damit ich das zubauen kann. So. So. Es muss ja alles perfekt sein, mein Höllengang. Aber keine Angst, in diesem Part werden wir Hölle nicht mehr erreichen, denke ich. Denn die Hölle ist schon ziemlich tief unten. Das wäre ein Wunder, wenn wir die erreichen würden. Chup, 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 chup. Aber im Prinzip... Okay, hier war ich noch nicht mal. Das, was hier ist. Das ist scheiße, dass es so weit runter geht. Ich will, wenn ich aber wieder von einer Stein- oder Pfeilfalle ausgeschalten werde, dann gibt's Stress. So. Und weiter im Text. Da ich ja immer wieder Erdblöcke farme, können die mir nicht ausgehen. Das Kupfer interessiert mich jetzt nicht. Es kann da bleiben. Ich meine, Kupfer ist so das Item, das... Oh nein, Wasser könnte auch noch ein großes Problem werden. Wenn ich irgendwo mal auf Wasser stoß. Oh, was haben wir denn da? Amethysten. Aber immer noch keine Rubine. Rubine sind doch nur das viertseltenste nach Diamanten. Drittseltenste nach Diamanten und Smaragden, glaube ich. Oder Saphir war's. Aber trotzdem, ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Rubin gefunden. Das ist echt Crap. Oh nein. Genau das habe ich bef... Ah doch. Okay, das geht noch. Sowas ist noch okay. Ach komm, scheiß drauf. So. Schön, wie das Licht dann auch immer dunkler wird, wenn man sich hier was zubaut. Das ist eine schöne Detailarbeit. Ja, gib mir die Steinblöcke. Ich baue generell so lange weiter, bis ich keine Fackeln mehr habe. Und dann gehe ich wieder hoch. Okay, jetzt kommen wir zu einer Höhlenmusik. Bedeutet, wir sind jetzt in der Höhle. In irgendeiner. Im Prinzip habe ich, glaube ich, schon oft erwähnt, ich mag die Terraria-Musik. Ne? Wie findet ihr sie? Und was sagt ihr vor allem zum neuen Update, das jetzt ja bald rauskommt? Also ich, für meinen Teil, einfach nur geil. Sogar ein neuer Boss wurde ja angekündigt, dieser eine im Dschungel, falls ihr wisst, was ich meine. Das wäre zu, oh Gott. Hier sich jetzt gescheit durchzubuddeln, das wird lange dauern. Hey, das ist eine Truhe, oder? Ja, das ist eine Truhe. Vielleicht finde ich ja durch Zufall jetzt einen Magic Mirror. Das wäre auf jeden Fall lobenswert. Okay, sorry Leute, ich muss kurz cutten. So, ich bin wieder zurückgekehrt. Ich musste nur... Scheiße bauen.
Nein, im Prinzip muss ich nur kurz was helfen gehen. Okay, jetzt. Soll ich mich einfach runterbuddeln? Nee. Der Goldslime, der regt mich auf. Jetzt kann ich mich runterbuddeln. So, jetzt erstmal saven. Erstmal dich umbringen. Alter, fick dich. Ich sehe nichts. Okay, dass es hier schon mal nicht weitergeht, ist schon mal gut. Stirb, danke. Was haben wir hier? Fick dich. Kein verfluchter Magic Mirror. 52 Silbermünzen. Münzen. Gut, jetzt aber Silber, das nehme ich natürlich gerne mit. Wir werden diese ganzen Höhlen irgendwann mal erkunden, das ist kein Problem. Wir haben ja 100 Parts Zeit, wir sind jetzt bei Part 14. Aber ich möchte halt dann trotzdem irgendwann den ersten Boss mal hinkriegen, da oben haben wir Eisen. Das nehme ich gerne mit, Kupfer ignoriere ich. Ja, komm, zwei Erze kann man mitnehmen, so. Bissle würdigen muss man den Kupfer doch auch, denn wie man in Minecraft so schön auch gesagt hat, wer die Kohle nicht ehrt, ist den Diamanten nicht wert. Und genauso ist es hier auch. Nur, dass es hier keine Diamanten, sondern Golderz ist. Da hinten hat es noch mehr Silber, sehe ich gerade. Oder? Ach, scheiß drauf. Silbervorräte sind bei uns jetzt... Oh, jetzt gerade kein Primärziel. Da hat's ein Silbererz, super. Moment. Hier. So. Okay, auf geht's. Ja, Fledermaus, was willst du machen, ha? Jetzt bist du mir in die Falle getappt. Okay, jetzt will das Kupfer ungefähr abgebaut werden. Es muss abgebaut werden, damit ich meine Höllenmaschine fortsetzen kann. Schauen wir, wie weit ich sie heute bauen kann. Das war vielleicht jetzt ein Fehler. So. Ich weiß ja nicht, wie weit... Oh Gott, das geht da ziemlich weit runter, sehe ich gerade. Naja, und ich höre auch Monster. Genau davor habe ich mich immer gefürchtet. Bei diesen komplexen Komplotten hier. Wenn mir die Erde ausgeht, habe ich auch ein Problem. Okay, ich habe noch Steine in Reserve. Wann kann ich mich denn endlich ganz runterbauen? Gucken wir mal. Nee. Nee, nee, du. Ich sehe da unten was. Was Monsteriges. Nein, ein Skelett. Die sind immer noch hart. Ja gut, sich selber ganz zuzubauen ist natürlich nicht so klug. So, im Prinzip dürfte ich jetzt ohne Probleme runterkommen. Ja, komm her. Ja, mit einer Fackel attackiere ich dich, genau. Komm her. Hast du irgendwas Interessantes? Komm schon. Ja, genau. Ja, gut, einen schwachen Heiltrank nehme ich gerne mit. Ist hier in der Ecke was Gescheites? Nö. Vier Bomben, okay. Bin ich mit einverstanden. So. Ich denke, da ich eh keine Erdblöcke mehr habe, machen wir hier dann eine Pause. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich entweder die Höllenmaschine weiterbaue oder den ersten Boss mache. Falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben, einem Favorisieren des Videos, einem Verbreiten des Videos und meines Channels, einem Kommentieren des Channels und einem Abonnieren des Channels
Ein Kommentieren des Channels, genau, Kommentieren des Videos. Begutheißen, es würde mich sehr unterstützen und freuen. Wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Terraria. Ciao.